Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ihr seht's hier schon. Ich habe unser erstes Mosaik Granny in der Strickversion in der Hand. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt die Decke der Erinnerungen, den Quilt of Life, und dafür bekommt ihr jeden Monat von mir ein solches Mosaik Granny, und das ist unser erstes Mosaik Granny, das heißt optische Illusionen. Das gibt es auch hier im Kanal schon in einer Häkelversion, das verlinke ich euch mal hier oben. Und das ist die Strickversion, die ihr natürlich auch in allen Farben arbeiten könntet. Ist gar nicht schwer gemacht, ist Mosaik gestrickt. Ihr habt hier hinten nur Runden, genau wie beim Häkel-Granny, und keine Spannfäden. Und das ist auch gar nicht schwer zu machen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran und ich zeige es euch. Für unser Granny brauchen wir natürlich Wolle und Nadeln. Ich nehme heute die Crazy Allround. Das ist ein 100%iges Baumwollgarn, meterisiert und gasiert, und hat 125 Meter auf 50 Gramm. Also ganz normale Standard-Baumwolle. Dann habe ich hier meine Strickschrift. Die braucht ihr nicht unbedingt. Ja, das ist nur meine Musterschrift hier. Die stelle ich euch auch in den nächsten Tagen zur Verfügung. Für dieses Granny brauchen wir die noch nicht, denn das ergibt sich alles so ein bisschen alleine. Und dann stricke ich das heute hier mal mit meinen Adi Kolibri. Und jetzt werdet ihr sagen, warum Nadelspiel? Ja, weil wir ja ein Granny haben und weil wir das ja quadratisch haben, und wenn ich das auf vier Nadeln aufteile, dann habe ich natürlich genau auf einer Nadel einen Mustersatz. Macht es also einfach. Für mich sind die 20 cm hier auch untypisch. Also ich habe hier 20 cm Länge in Stärke 3,5 übrigens, weil ein Granny eine Kantenlänge von 14 bis 15 cm hat, und dann brauche ich natürlich die 20 cm Nadel. So. Ihr braucht zum Mosaikstricken kontrastreiche Farben. Also von daher schnappt euch am besten einen Farbkreis und guckt, welche Farben komplementär, das heißt auf der jeweils gegenüberliegenden Seite sind. Dann trefft ihr auch eine gute Farbauswahl. Und wenn ihr das habt, dann müsst ihr euch nur noch entscheiden, ob ihr mit hell oder mit dunkel anfangen wollt. Daraus ergibt sich der ganze Rest. So, und ich fange heute mal mit dunkel an, weil hier meine erste Runde auch eine dunkle Runde ist. Da sind keine Zunahmen gezeichnet, hier noch nicht, weil das eigentlich meine Häkelschrift. Geht aber trotzdem, denn wir sehen ja das Muster. So, wir fangen an, und wir fangen jetzt mit 12 Maschen ganz normal auf einer Nadel an. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der Faden hier unten reicht mir zum Vernähen. Damit ziehen wir das am Ende auch zusammen. So, jetzt schnappe ich mir eine zweite Nadel. Und ich stricke erstmal die erste Masche auf jeden Fall. Und wir stricken eine Rückreihe linker Maschen. Das ist auch die einzige Reihe, die wir hier in links stricken, denn dann geht es gleich weiter in Runden. So, also erstmal diese Maschen alle links stricken. So, da sind sie. Und jetzt drehe ich um. Und jetzt nehmen wir zu und teilen dabei unsere Maschen gleich auf die vier Nadeln auf. Wenn wir 12 haben, 12 durch 4 sind 3, heißt das 3 Maschen pro Nadel. Und ich nehme immer am Anfang und am Ende jeder Nadel zu. Und das machen wir hier mit tiefer gestochenen Maschen. Das heißt, ich stricke die erste Masche. Und hier bei der ersten verhuschelt sich das so ein bisschen. Aber hier seht ihr, ist ja die Masche drunter. Da. Und da gehe ich rein, die hole ich mir rauf und mache daraus meine Zunahme. Die nächste Masche stricke ich ganz normal. Um jetzt hier eine rechts geneigte Zunahme zu machen, nehme ich hier das rechte Beinchen. Da gehe ich rein. Wenn ihr das nicht kriegt, könnt ihr auch von rechts nach links in dieses Beinchen gehen, euch das auf die Nadel legen. Vorsicht, dass die andere Masche nicht abhaut. Abstricken und jetzt noch die nächste Masche abstricken, und damit habe ich aus 3 Maschen 5 gemacht und meine erste Nadel schon bestückt.
Dann kann ich mir die zweite Nadel schnappen und mache da genau das Gleiche. Also, ihr habt übrigens bei den Kolibris immer eine Standardspitze und eine Lace-Spitze. Ich mache das ja gerne mit der Lace-Spitze. So, erste Masche stricken und hier sehen wir es besser. Da ist die Masche drunter und da gehe ich hier in das linke Beinchen. Ja, das wollen wir haben, das linke Beinchen. So, ich lege mir auf die Nadel und stricke es ab und habe damit meine Masche verdoppelt. Nächste Masche stricke ich. Und jetzt habe ich hier wieder das rechte Beinchen, in das ich rein will. So, komm her. So, rauf auf die Nadel, abstricken, Masche abstricken und damit habe ich hier auch wieder 5. So soll das sein und das machen wir natürlich einmal mit allen Maschen. Das heißt jetzt noch insgesamt 2-mal. So, zunehmen, da und zunehmen. Ihr seht, ihr könnt also da auch gleich unten rein und das da unten gleich rausstricken. So, und das Ganze machen wir jetzt noch zum 4. Mal mit der 4. Nadel. So, zack. Und hier bei der letzten müssen wir einfach ein bisschen hingucken, um das zu kriegen, weil an den Randmaschen ist das ein bisschen schwierig, aber gleich sind wir ja in der Runde. So, und die habe ich auch geschafft. So, und jetzt seht ihr, wir sind ja schon in der Runde, jetzt kann ich das hier zusammenklappen und dadurch, dass wir vorher erst eine Reihe gestrickt haben, klappt sich das auch super zusammen und da verheddert sich auch nichts. Ich gucke sicherheitshalber nochmal, dass die alle in die gleiche Richtung liegen, tun sie. Und dann stricke ich jetzt eine Runde, so, da komm schon her, damit schließe ich auch die Runde. Ich stricke jetzt hier eine Runde einfach nur rechts herum. So, und damit haben wir dann auch schon unseren Anfang geschafft. Und dann sind wir nach dieser Runde auch schon direkt in der ersten Musterrunde. Und da geht es auch schon mit unserem Mosaik los. So, jetzt hat sich hier mein Anfangsfaden ein bisschen verschnüttelt. Runde geschafft. Und jetzt nehmen wir schon die zweite Farbe und dazu gibt es erstmal ein bisschen Strickschrift lesen. Die braucht ihr an dieser Stelle, wie gesagt, nicht, weil ich das euch ja zeige und weil durch diese Streifen sich das alles automatisch ergibt, aber dennoch ein bisschen was zum Mosaik-Strickschrift lesen. Beim Mosaik lautet euer Wollmantra: In den hellen Reihen werden die dunkel gezeichneten Maschen gehoben. Und in den dunklen Reihen werden die hell gezeichneten Maschen gehoben. Also in hellen Reihen dunkle heben, in dunklen Reihen helle heben. Das heißt, die nächste Reihe ist eine helle hier. Das steht hier vorne für unsere Zunahme. Da. Die ist also hell. Ihr erkennt eine helle und eine dunkle Reihe immer an der Masche, mit der sie anfängt. Ja, also fängt die Reihe mit einer hellen Reihe an. Dann ist die Masche natürlich hell, fängt die mit einer dunklen Masche an, ist das eine dunkle Reihe. Und wir haben immer einen Wechsel von hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Es gibt keine zwei hellen oder zwei dunklen Reihen hintereinander. Wir wechseln alle zwei Reihen die Farbe. So, und jetzt, also wir haben hier eine helle, dann kommt eine dunkle, die muss ich also abheben. Helle stricken, dunkle heben, hier ist die Zunahme. In der dunklen Reihe ist auch hier die Zunahme und dann hell heben, dunkel stricken, hell heben, dunkel stricken, hell heben, dunkel stricken. So, und das zeige ich euch. Natürlich zeige ich euch das. Dafür brauchen wir natürlich unseren hellen Faden, mein Orange in dem Fall. Und ich muss mir natürlich auch hier ein Stückchen Faden zum Vernähen lassen. Den halte ich mir hier hinten einfach fest. Das kann ich auch mit meiner rechten Hand machen. Da wickele ich das hier so ein bisschen um den Mittelfinger. Dann haut er mir auch nicht ab und dann kriege ich halt auch ein bisschen Spannung auf diesen Faden. So, und jetzt fangen wir die Runde wieder genauso an wie die vorherige Runde. Ich stricke die erste Masche und mache jetzt hier meine tiefer gestochene Zunahme. Da, da ist die Zunahme. So. Und jetzt muss ich, haben wir ja gesagt,
abheben, stricken, abheben. Und da ist wieder meine Zunahme. Da gehe ich wieder hier unten rein. Liegt jetzt gerade die Nadel davor, das tut mir leid. Und die letzte stricken. So, dann kann ich hier vorne auch loslassen. Und da ist das auch drin. So, und das machen wir natürlich auf der zweiten Nadel genauso. Also, erste stricken. Dann meine Zunahme hier tiefer gestochen. Dann abheben. Stricken. Abheben. Und hier wieder aus dem rechten Beinchen meine Zunahme. Da liegt wieder die Nadel davor. Dreh die euch mal weg. So. Und letzte stricken. Und das machen wir natürlich die ganze Runde rundherum. Das müssen wir ja mit allen Nadeln, also ihr macht immer auf allen Nadeln exakt das Gleiche. So, ich halte es mal ein bisschen tiefer, damit ihr es sehen könnt. So. Na, komm schon her. Geschafft. Und die letzte noch. Diesen kleinen Abstand, den wir hier haben, den machen wir später beim Zunähen vom Loch übrigens zu. Also von daher keine Panik. Der darf da jetzt an der Stelle sein. Der stört uns gar nicht. So, zunehmen, heben, stricken, heben und hier am Ende zunehmen. Und dann seht ihr, zieht sich diese Masche ja immer ein bisschen groß. Na klar, weil die ist ja hier unsere letzte Masche. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich halte mir die dann immer so ein bisschen fest. Hier, damit ich die halt auch stricken kann und drücke da so ein bisschen gegen. So, dann geht das nämlich auch gut. So, und dann kann ich mir die danach auch wieder anziehen. So, ganz wichtig ist beim Mosaikstricken, dass ihr diese Fäden nicht kreuzt. Also die dürft ihr nicht kreuzen, sonst haben wir da einen Spannfaden. Das heißt, der hier bleibt hier dahinter einfach liegen, so dass sich das nicht kreuzt. Und ihr seht, die liegen auch aneinander vorbei. Die nächste Runde, die Zwischenrunde, und alle Zwischenrunden sehen immer gleich aus. Das heißt, ihr strickt die Maschen der Farbe, die ihr vorher gestrickt habt, und ihr hebt natürlich eure Hebemaschen wieder ab mit dem Faden dahinter. Ist immer ganz wichtig. Also gestrickte Maschen stricken. Und gehobene Maschen werden auch wieder abgehoben. Und jetzt kommt keine Zunahme, weil das ist unsere Zwischenrunde. So, und die haben wir natürlich auch gleich wieder geschafft. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus. So. Und da sind wir gleich hier wieder am Ende. Geht also ziemlich flott. So, jetzt nehme ich hier hinten den Faden wieder auf und ich gucke, dass die sich wirklich nicht kreuzen. Das heißt, ich lege das nebeneinander, schaue, dass hier keine Kreuzung ist, und jetzt geht das Spielchen von vorne los. Und jetzt müssen wir natürlich, wenn ich mit dunkel stricke, die hellen Maschen heben. Und da das ja immer im Wechsel ist, da wir senkrechte Streifen haben, ist das also auch sehr einfach. Das heißt, ich stricke natürlich meine erste Masche hier und mache dann hier wieder meine tiefer gestochene Zunahme. Also da rein ins linke Beinchen, raufholen, abstricken. Dann habe ich schon eine helle Masche, die hebe ich ab mit Faden dahinter. Die dunkle stricke ich, die helle hebe ich, die dunkle stricke ich, die helle hebe ich. Und bei der letzten müssen wir wieder zunehmen. Das heißt, ich gehe hier wieder unter das rechte Beinchen, lege mir das auf die Nadel. Ich muss gucken, dass mir das nicht abhaut, weil ich drücke hier die anderen beiden Nadeln so weg, damit ihr es seht. Abstricken und abstricken. Als Faustregel habt ihr hier immer am Anfang und am Ende zwei Maschen in der gleichen Farbe und dazwischen, das nämlich durch die Zunahme, und dazwischen wechselt sich die Farbe immer ab. So, das gleiche nochmal, heißt stricken, zunehmen,
Und dann geht's heben, stricken, heben, stricken, na, quer, heben. Und hier ist meine Zunahme, da gehe ich wieder ins rechte Beinchen rein. Und strickt die ab und strickt natürlich auch die letzte. So, das mache ich die ganze Runde rundherum. Und in der nächsten Runde stricke ich auch wieder meine Zwischenrunde. Und ich habe ja gesagt, die Zwischenrunden sind immer gleich. Da werden die gestrickten Maschen gestrickt und die gehobenen Maschen werden abgehoben und da passiert keine Zunahme. Die schafft ihr auch ohne mich. Und in der nächsten Runde treffen wir uns wieder. Ich habe meine Runde beendet und die Zwischenrunde habe ich auch gestrickt. So sieht das jetzt aus. Da. Und jetzt geht es wieder mit hell. Hier hinten, Faden ist nicht gekreuzt. Von vorne los. Also erste Masche stricken. Dann eins tiefer meine Zunahme machen. So. Und dann wieder heben. Stricken. Heben mit Faden dahinter, stricken, heben, stricken, abheben und hier hinten meine Zunahme, so aus dem rechten Beinchen und dann haben wir die nächste Runde schon geschafft und ihr seht schon hier, wie sich unsere senkrechten Streifen bilden. Und natürlich machen wir das auch wieder die Runde rundherum. Und ihr habt jetzt bestimmt schon das Prinzip erkannt. Ich mache nämlich immer meine Zunahme. Da. Am Anfang aus dem linken Beinchen. Und die erste Masche, die mir danach entgegenkommt, ist immer eine Hebemasche. Und dann wird heben, stricken, heben, stricken, heben, stricken. Und heben. Und dann kommt wieder eine Zunahme aus dem rechten Beinchen am Ende und die letzte Masche wird gestrickt. So, und egal ob wir jetzt hell oder dunkel gestrickt haben, wir haben immer das gleiche gemacht. Wir haben eine Zunahme gemacht und die erste Masche nach der Zunahme war immer eine Hebemasche. Und danach, nach diesen Zunahmerunden, kommt eine Zwischenrunde, die ist komplett ohne Zunahmen. In der wird das gleiche gemacht wie in der Runde zuvor. Wir nehmen also nicht zu, aber wir stricken alle Maschen, die wir gestrickt haben und wir heben alle Maschen ab, die wir abgehoben haben und dann wird wieder die Farbe gewechselt und das macht ihr so lange, bis ihr pro Nadel auf dem Nadelspiel 19 Maschen habt. Wenn ihr 19 Maschen habt, sind wir nämlich hier oben angekommen, wo wir diesen Querbalken machen wollen. Den zeige ich euch dann und diese Reihen, die schafft ihr auch ohne mich, denn es ist ja wirklich immer nur Zunahme, heben, stricken, heben, stricken, heben, stricken und so weiter. Die vorletzte wird gehoben, dann kommt die Zunahme und dann wird die letzte wieder gestrickt und in der Zwischenrunde die gestrickten stricken, die gehobenen heben. So, das Ganze bis 19 Maschen pro Nadel sind. Das ist übrigens dann wieder eine helle Reihe, da wo ihr 19 Maschen pro Nadel habt. Und wenn ihr da seid, treffen wir uns wieder und dann zeige ich euch natürlich, wie ihr dieses Muster vervollständigt. So, ich habe alle meine Runden geschafft und so sieht das aus. Und jetzt seht ihr hier schon das Mosaik mit den Streifen und so wie das aussehen soll. Das ist doch schön und jetzt wollen wir hier oben diesen Querbalken machen. Da. Und jetzt gucken wir sind in einer dunklen Runde und den machen wir natürlich auch in einer dunklen Runde. Und das heißt, die hier stricke ich alle, die drei. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben dann hier die hellen, wenn wir hier an die Seite gehen. Und dann sehen wir stricken, eine heben, stricken, zweite heben, stricken, dritte heben, stricken, vierte heben. Und dann kommt hier unser Querbalken. Und das machen wir selbstverständlich. Also, wir sind in einer dunklen Runde. Das heißt, ich nehme natürlich meinen dunklen Faden. Und ich stricke hier am Anfang wie immer meine Zunahme. So. Und jetzt erste heben, stricken, zweite heben, stricken, dritte heben, stricken, vierte heben.
Und jetzt seht ihr, sind wir genau hier über meinen allerersten beiden Hebemaschen, die hier. Da, ne? Das sind genau die beiden mittleren Maschen, also rechts und links von der ganz mittleren, die hier nach oben gehen. Und da stricken wir einfach nur glatt rechts drüber. Das heißt 1, 2, 3. Damit haben wir auch schon den Querbalken. Das heißt, die orangene hier heben wir diesmal nicht, sondern die stricken wir einfach ab. So. Und jetzt haben wir hier natürlich zum Ende hin auch wieder 4 orangene Maschen, die wir heben. So. Und da am Ende habe ich wieder meine tiefer gestochene Zunahme. So, und wenn euch die Masche hier abhaut, müssen wir sie wiederholen. So, und damit habe ich das schon an einem Farbabschnitt gemacht. Auf der zweiten Nadel zeige ich euch das auch nochmal und dann schafft ihr die Runde auch ohne mich. So, also erste Masche, meine Zunahme. Erste heben, stricken, zweite heben, stricken, dritte heben, stricken, vierte heben. Und ich überprüfe das dann immer, dass ich dann auch wirklich hier bei den zwei mittleren Balken bin. Und da stricke ich einfach 3 Maschen. So. Und dann stricke ich und hebe ich den Rest wieder so, wie er erscheint. So. Zack. Und dann mache ich hier wieder meine Zunahme. Woo. War die Masche weg. Dann ist sie wieder da. So. So sieht das aus und die Runde strickt ihr natürlich zu Ende. Und nach dieser Runde strickt ihr auch wieder eure Zwischenrunde und dort strickt ihr auch wieder alle Maschen, die ihr vorher gestrickt habt. Das heißt, hier in der Mitte werden auch die 3 Maschen rechts gestrickt und zur nächsten Runde treffen wir uns natürlich wieder. So, ich habe meine Runde und meine Zwischenrunde geschafft und so sieht das jetzt aus. Und jetzt sind wir wieder in der hellen Runde und ihr seht, dieser Querbalken hier oben wird immer breiter von Farbwechsel zu Farbwechsel und das ergibt sich ganz automatisch und ich zeige euch natürlich wie. Ich stricke wieder meine erste Masche und dann mache ich wieder meine tiefer gestochene Zunahme, wie immer. Und jetzt zählen wir mal unsere Hebemaschen. Ich hebe eine stricken, hebe die zweite, eine stricken, hebe die dritte, eine stricken und hebe die vierte. Und jetzt sind wir rechts und links mit den hellen Maschen von meinem vorherigen Querbalken angekommen. Und ich habe hier wieder 4 Maschen abgehoben. Und das bleibt auch exakt in den nächsten Runden so. Dadurch, dass wir hier am Rand immer eine Masche zunehmen, heben wir hier bis zu unserem Querbalken auch immer 4 Maschen. Also es werden immer 4 Hebemaschen gemacht. Und dann landet ihr immer hier mit den nächsten Maschen rechts und links von unserem alten Querbalken. Und da stricken wir auch über diesen alten Querbalken drüber. Das waren vorher 3 Maschen. Und jetzt sind das natürlich 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, da. Und schon ist unser Querbalken über dem nächsten Querbalken drüber. Und das war doch ganz einfach, oder? Und jetzt wird, glaube ich, auch allen dieses Prinzip klar. Ich stricke natürlich wieder bis zum Ende. Hier am Ende wieder meine tiefer gestochene Zunahme. So, wenn die Masche abhaut, einfach auffangen und wieder drauf. So. Und ihr strickt also immer hier vorne immer 4 Hebemaschen. Ihr könnt die 4 Hebemaschen zählen. Das ist euch natürlich überlassen, ob ihr die 4 Hebemaschen zählt oder ob ihr einfach immer Hebemaschen strickt, bis ihr seht, dass ihr rechts und links von diesem alten Querbalken angekommen seid. Dann strickt ihr euch einmal mit der Farbe über diesen Querbalken drüber. Und dann wird der Querbalken automatisch pro Runde immer 2 Maschen breiter. In der Zwischenrunde machen wir das gleiche wie zuvor auch. Und zwar, wir stricken die gestrickten und wir heben die gehobenen Maschen. Das heißt, wir stricken natürlich dann auch hier in der Mitte
alle 5 Maschen. Und dieses Prinzip könnt ihr jetzt bis zur beliebigen Größe weiterverfahren. Das heißt, das wird ja endlos. Ihr habt an der Seite immer eure 4 Hebemaschen und in der Mitte wird euer Balken ja immer endlos breiter. Das heißt, ihr könnt das wirklich zur Topflappengröße oder eben auch zur Spültuchgröße einfach und easy peasy vergrößern. Das geht selbstverständlich. Ihr könnt aber auch die Größe stricken, die ich hier vorgegeben habe. Und bei dieser Größe habt ihr am Ende hier 11 Maschen in dem dunklen Querbalken. Wir hätten ja hier 3, dann sind es hier 5, dann sind es hier 7, dann sind es hier 9 und da sind es 11, die wir haben. So, und die dunkle Reihe, da habt ihr einen Querbalken mit 11 Maschen. Und in der letzten Runde, seht ihr, ist hier einfach nur eine helle Runde, die ist einfach nur glatt rechts. Das kriegt ihr auf jeden Fall auch ohne mich hin, davon bin ich stark überzeugt. Und dieses Prinzip habt ihr auch verstanden, da müsst ihr auch gar nicht mehr die nächsten Runden gucken, denn die 4 Hebemaschen, die könnt ihr auf jeden Fall hier auch zählen. Und ihr strickt das und ihr kettet, wenn ihr hier in der letzten Runde gestrickt habt, hier die letzte Runde. Also ihr habt einmal eine Runde rechts gestrickt, natürlich mit allen Zunahmen. Und in der Zwischenrunde, in der eigentlichen Zwischenrunde, kettet ihr hier alle Maschen ganz normal rechts ab. Also ganz normal durch Überzug rechts abketten. Guckt, dass ihr nicht allzu fest seid, aber dadurch, dass das ja hier nur Hebemaschen sind, müsst ihr auch nicht allzu locker sein. Ist also auch gar nicht schwer. Und ihr könnt in der vorletzten Runde, könnt ihr schon euren lilafarbenen Faden mit einweben, dann müsst ihr den am Ende gar nicht mehr vernähen. Zum Einweben gibt es hier im Kanal auch ein Video, das verlinke ich euch mal im kleinen i. Und wenn ihr dort seid und wenn ihr abgekettet habt, so, dann zeige ich euch natürlich noch, wie wir das Loch in der Mitte schließen und selbstverständlich auch, wie unser Granny dann aussieht. Bis dahin stricke ich mich mal alleine vor und ihr strickt jetzt euer Granny nach diesem Prinzip ganz einfach in der Größe, die ihr haben wollt. Oder für unseren Quilt of Life, da sind alle Grannys in der gleichen Größe, solltet ihr natürlich die Größe von hier einhalten. Da sind es insgesamt 3 dunkle Querbalken und der dritte hat dann 11 Maschen. So, ich habe jetzt fast alle meine Runden geschafft. Da ist meine letzte lilane Runde gewesen mit dem 11 Maschen breiten Balken. Und jetzt fehlt mir noch meine letzten 2 Runden. Und ich möchte euch auf jeden Fall den Anfang von der letzten Runde noch zeigen. Denn da webe ich gleich meinen Endfaden hier mit ein. Dadurch brauchen wir den nicht vernähen. Und damit wir das machen, lege ich mir hier einmal für meine erste Masche den Faden neben die Masche. So. Lege ich mir den Faden neben die Masche hier und stricke die Masche zusammen mit diesem Faden ab. Dann landet der dahinter. Mache ich meine Zunahme, die machen wir hier auch. Und da lasse ich den Faden ganz normal hinten links liegen. So. Für die nächste Masche lege ich den Faden wieder daneben. So. Und dann wieder dahinter. Wieder daneben. Dahinter. Und daneben. So, und jetzt werdet ihr sagen, warum im Wechsel dahinter und daneben? Naja, ist ganz einfach. Wenn ich den jetzt hier auch daneben abstricken würde, dann liegt der hier zweimal drüber. Das heißt, der webt sich gar nicht ein, sondern der läuft einfach mit. Wenn ich den jetzt hier dahinter lasse, dann seht ihr, liegt er ja einmal über dem Faden. Wie ich jetzt die Masche abstricke, liegt er einmal darunter. Wenn ich den jetzt wieder hier daneben lege, liegt er wieder drüber. Ihr seht's. Und einmal hinten weglassen, liegt er drunter. Es geht also mit dem Faden drüber und runter. Und genau das webt diesen Faden hier ein und sorgt dafür, dass dieser Faden am Ende nicht mehr rauskommt
Und das macht ihr über ein Viertel. Wer auf ganz, ganz, ganz doll Nummer sicher gehen will, der macht das über zwei Viertel. Geht natürlich auch über die Hälfte. Ich mache es immer über ein Viertel und noch so zwei, drei Maschen ums Eckel rum, damit das nicht genau auf der Ecke abgeschnitten wird, nicht aufgeschnitten wird. So, und ich bin hier gleich am Ende von meinem einen Viertel angekommen. So, und dann zeige ich euch natürlich, wo dieser Faden ist, beziehungsweise wo er nicht ist. Hier ist wieder meine Zunahme. Die machen wir auch hier in der vorletzten Runde. Und dann so, stricken wir die letzte nochmal mit dem Faden ab. So. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, seht ihr nichts. Einer meiner Lieblingssätze, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ihr merkt also, dass dieser Faden hier völlig unsichtbar und ganz, ganz sauber eingewoben ist. Der blitzt auch vorne nicht durch, ne? Also vorne könnt ihr auch nichts davon sehen. Der ist hier einfach fort. Und das ist auch genau das, was wir haben wollen, denn sauberer als das könnt ihr diesen Faden gar nicht vernähen. Das ist wirklich die schönste und sauberste Variante. Gerade hier, weil der jetzt da drüber ist, muss der jetzt hier einmal da drunter und hier einmal bei der Zunahme drüber. So, mache ich die Zunahme unter dem Faden. So, und dann hier, das reicht mir. Da kann ich den jetzt auch wirklich ganz knapp abschneiden und damit ist der verschwunden. Da, seht ihr es nochmal. So, und ich stricke jetzt meine Runde rum und in der nächsten Runde kette ich ganz einfach durch Überzug ab. Das kriegt ihr auch ohne mich hin und dann zeige ich euch noch, wie wir hier unten das Löchlein zumachen. Ich habe alle Maschen abgekettet. Hier ist meine letzte und jetzt seht ihr hier so einen kleinen Übergang von der letzten zur ersten und deswegen die erste, seht ihr, biegt sich ja hier so ein bisschen nach links. Deswegen nehme ich die erste Masche nochmal auf. So, gehe da nochmal rein, stricke die nochmal rechts ab und kette die nochmal durch einen Überzug ab. Jetzt mache ich keine Luftmasche, sondern ich schneide jetzt hier meinen Faden ab. So. Und dann ziehe ich den durch und als erstes seht ihr, das rollt sich hier so ein bisschen hoch. Ja, das ist, weil das ja glatt rechts ist. Da, wo der Mosaikteil ist, seht ihr, rollt das weniger. Da, wo wir nur hier unsere Reihen gemacht haben, rollt das ein bisschen mehr. Aber ist auch kein Problem. Das beheben wir am Ende gleich. Erstmal schließen wir unsere Runde. Und das machen wir natürlich mit einer Nähnadel. Und dann können wir da am Ende gleich vernähen. So, hier ist die Masche, aus der wir rausgekommen sind. Ihr seht's. Da ist die nächste Masche, ne? Da geht's hin. Und hier ist kein Zöpfchen, aber hier ist das nächste Zöpfchen. Und da gehe ich einmal quer unter dieses Zöpfchen drunter, ziehe mir die Nadel da durch. Und jetzt muss ich gucken, da wo ich rausgekommen bin, nämlich hier will ich dann wieder rein. Und steche wieder hier runter. So, und wenn ich das mache, haha, dann habt ihr hier eure Runde geschlossen und zwar völlig unsichtbar. Da sieht man nämlich keinen Übergang mehr. Und das ist das, was wir haben wollen. Und jetzt kann ich hier einmal mich um die rechten Beinchen dieser Zöpfchen hier herumschlingern, um meinen Faden zu vernähen. So. Und das mache ich ein Stückchen weit hoch. So. Durchziehen. Und dann gehe ich auf der anderen Seite einmal rüber, quer. Da gehe ich schon durch. So. Und dann gehen wir hier wieder runter. Der anderen Seite auch wieder immer um diese Zöpfchen drumherum. So. Und da haben wir das auch geschafft. Damit ist der Faden schon mal vernäht. Den zweiten oberen habe ich eingewoben. Und jetzt müssen wir hier noch in der Mitte das Loch
schließen. Und dafür nehme ich mir meinen lila Faden, also meinen Anfangsfaden, und fädel den natürlich auf. Und jetzt, wenn wir das hochnehmen, habt ihr hier von unserem Anschlag, seht ihr, haben wir hier, wenn ich hier reingehe, lass mich erstmal rein hier. Das war unsere Anfangsschlaufe, da. Dort habt ihr hier so kleine, ne, ihr seht auch so die rechten Seiten der Zöpfchen, ne? Das kordelt sich hier fast so ein bisschen drumrum und die sammel ich mir rundrum alle auf. Da komme ich natürlich nicht rundrum, weil es im Kreis ist. Muss ich mir erstmal die erste Hälfte nehmen und dann nehme ich mir die andere Hälfte vor, da immer schön rum, um diese Zöpfchen, da. Und meinen Anfang sehe ich ja hier eindeutig, weil ich dort ja erstmal zunächst eine Reihe gestrickt habe. Und da ist meine andere Anfangsmasche, da gehe ich natürlich auch rein. So, und jetzt ziehe ich hier einmal kräftig dran. So, und ziehe damit jetzt das Loch zu. Und damit sieht das in der Mitte hier auch sehr schön quadratisch aus. Und jetzt seht ihr, die Maschen, die ich aufgesammelt habe, bilden hier so ein kleines Sternchen. Und erstmal habe ich meinen Faden verloren. Damit uns unser durchgezogener Faden nicht flöten geht, ziehe ich den nochmal durch dieses Sternchen. Das heißt, ich gehe hier nochmal stückweise durch. So. So, so, so. Durch, durch, durch. So. Seht ihr? Und dann kriege ich das halt auch nochmal fester gezogen. Und wenn ich dann hier nochmal zum zweiten Mal durch bin, dann kann ich den Faden auf der Rückseite in den linken Maschen vernähen. So, das sieht ganz ordentlich aus, hier in der Mitte, und das wollen wir auch so haben. Und jetzt, seht ihr, ist das ja hier so ein bisschen kruckelig. Und deswegen müsst ihr das jetzt einmal nass machen und aufspannen. Und wie wir das machen, zeige ich euch gleich, wenn ich hier meine restlichen Fäden noch vernäht habe. So, ich habe meinen Granny vernäht und ihr seht, ich habe es nass gemacht und dann entspannt sich das hier schon so ein bisschen. Und ich habe hier drunter meine Spann- und Dämpfunterlage mit dem Zentimetermaß, denn das ist für mich hier gerade ganz wichtig, damit ich hier schöne Kanten hinkriege. Und als erstes gucke ich mal, wie breit ich hier mein Granny dämpfen kann bzw. spannen kann. Das kann ich auf 15 cm spannen. So, mache ich mir hier in die Ecke eine Nadel und dann seht ihr, habe ich bei der 30 cm Marke auch eine Nadel. Und dann, wenn ihr hier oben guckt, ihr seht jetzt die Zahl gerade nicht, hier sind die 15 cm. Und dann seht ihr mal, wie weit das hier unten noch ist. Und zählen wir nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da oben sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da sind meine 15 cm. Wenn ich das jetzt bis da hochspanne, dann wird es hier ein bisschen, oh, ein bisschen arg. Wir können uns da also einfach mal einen Zentimeter sparen. Das sieht jetzt hier wellig aus, ist aber gar nicht. So, wenn ich das nämlich hier oben auf 14 cm ziehe, größer ziehen kann ich es immer noch, dann befestige ich mir das erstmal an meinen Ecken. So, und jetzt kann ich das hier ausarbeiten und ihr seht, dadurch, dass ich hier gerade Kanten habe, setze ich mir das dann an meine Kante ran und ich lege meine Nadeln immer schräg rein, damit die mir nicht rausfliegen, weil das steht ja unter Spannung und wenn ich die jetzt hier so reinsetzen würde, so, und ich ziehe da ein bisschen dran, dann seht ihr, was mit der Nadel passiert. Also von daher wirklich ein bisschen nach rechts und links ausarbeiten und das machen wir jetzt einmal rundherum. Und orientieren uns da schön an den Linien. So. Und da oben wird es halt auch gerade. So, hier machen wir auch noch eine Nadel rein. Zack.
Und jetzt seht ihr mal, wie schön gerade diese Kante jetzt wird. So, ich brauche noch ein paar mehr Stecknadeln. So, und damit arbeite ich jetzt hier meine Kante komplett aus. Da, und ziehe die hier einmal schön gerade und kann die jetzt dadurch absolut quadratisch in Form ziehen und natürlich auch, ihr seht, ich muss hier ein bisschen gerade, so ne, hier sind die, oh, ich habe hier einen zu, die muss ich nochmal rausmachen, die da kann drin bleiben. Ich bin hier oben ein zu weit, zu wenig. So, da wollen wir hin. Das ist nämlich meine Kante. Passiert. So. Und da machen wir das wieder fest. So. Und jetzt natürlich auch hier an der Seite bis hier ranziehen. Bis zu der geraden Kante. So. Und so, und dann müssen wir hier noch mal ein bisschen die Nadeln anders verteilen, so, damit sich das hier auch besser legt. So, und jetzt haben wir ja hier gerade Linien, und wenn ihr seht, dass die Linien wie hier unten sich so bewegen wie ein Fragezeichen, dann reiben wir hier einfach mal rüber und damit sind dann auch die Linien gerade. Und ich habe jetzt meinen Granny hier einmal ordentlich und gerade aufgespannt. Hier seht ihr, hier liegen die halt auch ein bisschen schräg. Das liegt daran, dass hier oben, das hier, dadurch, dass wir das ja nun nicht mehr zusammenziehen, so ein bisschen auseinander geht. Und jetzt seht ihr natürlich auch, warum das optische Illusionen heißt. So, mein Granny ist jetzt fertig, kann jetzt trocknen. Ihr könnt natürlich eure Grannys, wenn ihr mehrere davon macht, dann alle auf einmal spannen. Das macht natürlich ganz viel Sinn. Und ich hoffe, dass euch mein Video und dieses kleine Granny gefallen haben. Wenn ihr wollt, dann macht doch mit beim Quilt of Life. Da gibt es jeden Monat ein solches Granny und die könnt ihr zu eurer Decke der Erinnerungen zusammensetzen. Könnt natürlich auch die Grannys einfach nur als Topflappen, Untersetzer oder zusammengesetzt als Kissenbezüge etc. etc. nehmen. Und ich hoffe, dass euch das Granny und das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter eurer besten Freundin und. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, was ihr natürlich nicht verpasst, wenn ihr den Kanal abonniert.